Ja, es gibt sie zwar noch, die guten alten gelben Seiten, aber wenn man etwas sucht, was macht man? Man macht es eigentlich viel schneller, man geht ins Internet. Und das Internet hat schon so sehr unser Leben verändert, sogar unsere Sprache verändert. Man geht nicht ins Internet, man googelt. Das ist eine Suchmaschine und genau darum geht es zurzeit in Berlin auf einer Konferenz. Und von dort begrüße ich Professor Dr. Peter Gentsch. Hallo, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Und Sven Baumhauer. Hallo. Guten Abend. Ja, hat schon ziemlich verändert unser Leben. Man googelt. Googelt man eigentlich nur oder gibt es noch andere Suchmaschinen? Also irgendwann gab es noch mal Leihkosten. Man wird es nicht glauben, es gibt noch Alternativen. Ja. Wobei, wenn man sich die Zahlen ansieht, wir haben momentan einen Marktanteil von 90% bei Google. Also kann man schon vom Monopol sprechen. Und so tolle Suchmaschinen damals wie Alta Vista, Leikos, die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ja. Insofern muss man sich fragen, wie sieht die Alternative aus? Denn jeder kennt das, glaube ich, wenn man googelt, man findet nicht immer das, was man sucht. Ja? Man will ja eigentlich nicht suchen, sondern finden. Und gerade bei Google wird man eigentlich erschlagen von der Ergebnisliste. Ist das dann vielleicht auch, es ist ja immer so, wenn jemand das Monopol hat, gibt es da Gefahren? Bei Google zum Beispiel? Ja gut, wir stellen fest als Veranstalter, als Konferenzveranstalter, dass sich Google an für sich jetzt eher auch öffnet. Monopolisten, tendieren dazu, die Konkurrenz nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Und wir haben morgen auch Google bei uns auf dem Podium. Also wir können das Google-Bashing fortsetzen, ein paar kritische Fragen stellen und sind da mal sehr gespannt drauf. Es ist ja so, also ist dann wahrscheinlich Thema bei Ihnen, wenn man jetzt irgendetwas sucht, googelt, will man ja, dass es ja gleich oben steht. Also manchmal erscheinen dann nach 20, 30 Seiten oder 5 oder ich weiß nicht wie viel. Ja. Also geht es dann am Ende, Sie haben Firmenkunden darum, wie stehe ich ganz oben? Ja? Also was muss ich machen? Muss ich einfach Google bestechen? Oder so, denen ganz viel Geld zahlen, damit ich oben stehe. Auch eine Variante, es gibt auch legale Möglichkeiten. Also Untersuchungen zeigen ganz klar, man schaut sich nur die ersten 7 Treffer an. Ja? Das ist wie bei der Zeitung, wenn der Knick kommt. Insofern bringt mir das nicht, auf der Seite 2 zu sein. Und das fasst man unter dem Thema Suchmaschinenoptimierung zusammen. Also einmal kann ich Geld hinlegen, ganz legal, ja? Und Werbung kaufen. Das heißt, wenn mein Wort kommt, ja, Umweltschutz, dann will ich eben genannt werden. Dafür bezahle ich bei Google. Oder ich muss die Seite so intelligent gestalten, so spezifischen Content haben, dass Google mich mag, mich findet und mich ganz oben anzeigt. Mhm. Die Herausforderung ist, es ist halt dynamisch. Also wenn Sie heute Ihre Seite optimieren, dann kann es sein, dass Sie nächste Woche wieder optimieren müssen. Mhm. Ja? Also völlig recht, ich muss da oben mitspielen. Ja? Wir sind in der Aufmerksamkeitsökonomie und die ersten 7 Plätze zählen nur. Der Rest ist uninteressant. Und das ist der spannende Kampf. Und für private Leute ist es dann wahrscheinlich, die müssen sich, wenn sich eine private Seite anlehnen, ich sag mal, jemand heißt Frank Müller, nicht besonders ausgefallen, das wird schwierig, ne? Da muss man irgendwie sich einen Namen einfallen lassen, damit man da wirklich gefunden wird. Ne? Ja, aber es gibt ja nicht nur Content-Seiten, es gibt ja Communities. Ja? Mhm. Und in Communities kann ich präsent sein. Und Google sucht nicht sonderlich gut in Communities. Und da gibt es wieder spezialisierte Anbieter, die eher gut suchen in sozialen Netzwerken, Communities. Und da habe ich wieder einen Vorteil. Da kann ich auch als Peter Müller gefunden werden und eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Mhm. Sie haben ja vorhin erzählt, das Ziel ist eigentlich auch, dass ich nicht Suchbegriffe eingebe, sondern dass ich wirklich Fragen eingebe, ja? Ich meine, da wollen wir hin. Semantische Suche, intelligente Suche. Ich sage jetzt einfach nur, irgendeinen Klartext gebe ich rein und dann spuckt er mir das aus, ja? Also, dass ich reinschreibe, was weiß ich, was ist ein Generator oder so und dann sagt er mir das oder genau. Irgendein Thema, genau. Egal. Dann arbeitet man auch in der Forschung ganz offen. Die Produkte sind noch im Forschungsstadium. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern. Also noch muss man ganz gute Suchbegriffe eingeben. Nun gibt es ja auch so Suchseiten wie Wikipedia. Die haben in letzter Zeit immer mal wieder schlechte Presse gehabt. Da sagst du, da kann ja jeder schreiben. Ja. Ist nicht seriös. Wie kann man so etwas überprüfen? Ja, jeder schreiben, das ist ja das Schöne. Ja, 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 jeder schreiben ist das Schöne, aber ich meine, jeder irrt dann auch, ne? Niemand kontrolliert es. Ja, das stimmt eben nicht. Die Community kontrolliert sich gegenseitig. Man kann natürlich sagen, irgendein Professor hat das Wissensmonopol und erzählt, was richtig ist. Oder die Community sagt, was richtig ist. Und wenn jemand dann eben, ich sag mal, Entschuldigung, Schwachsinn reinschreibt, wird die Community sich schon ein bisschen regulieren. Also Wikipedia reagiert sehr, sehr schnell. Unterschätzen Sie da bitte nicht die Sensibilität und Schnelligkeit des Netzes. Das heißt, wenn ich versuche, das zu manipulieren, und das probieren ja Firmen, bei Wikipedia reinzukommen, dann dauert es keine 10 Minuten und dann werde ich abgemahnt durch die Community. Also ich glaube, gerade diese dezentralen Wissensstrukturen sind viel spannender als das Wissensmonopol. Und wer will denn das Wissen pflegen? Ja, wenn ich heute einen ganz aktuellen Begriff eingebe, bis der im Duden oder sonst wo steht, das dauert. Wikipedia ist ein schnelles Medium und es kontrolliert sich gegenseitig. Also ich finde insofern dann auch ein bisschen Demokratie im Netz, ja? Absolut, absolut. Wir sehen das ja auch gerade bei Xing zum Beispiel, ja, dass im Grunde genommen das Untereinander, das Verlinken, dass wir da im Grunde genommen, ja, sicherlich mehr Demokratie vom Forum schaffen. Wir haben Facebook, wir haben Flickr, wir haben Xing.
ehemals OpenBC. Das sind einfach spannende Communities, die sich da... StudiVZ. StudiVZ zum Beispiel, ja. Wo man sich aber, wo man halt sich auch vertun kann. Also wenn man sich zu sehr offenbart im Netz, das merkt man zum Beispiel, wenn man sich bewirbt. Ja. Ja, das merkt man dann, wenn nämlich dann der Bewerbungschef einen dann im Bewerbungsgespräch sehr unangenehme Fragen stellt. Wenn man da plötzlich wie denn irgendwelche Fotos von, oder irgendwelche Fotos vom letzten. Das darf man nicht unterschätzen. Besäufnis auf Deutsch gesagt. Das ist nämlich genau das Problem. Sowas, ja? Das, also das verführt natürlich gerade dazu, dass man sich zu sehr offenbart im Netz. Und, das ist eine gute Frage. Kann man sich dagegen, wenn man jetzt, ich sag mal, googelt und findet irgendetwas, was einem nicht gefällt, kann man sich dagegen wehren? Sehr schwer. Ja, es gibt so ein digitales Gedächtnis. Ja? Das heißt, wenn ich da einmal trinkend abgebildet bin, dann wird es sehr schwer. Google hat ein digitales Gedächtnis. Das heißt, sie können natürlich Firmen engagieren für viel Geld, dass sie da verschwinden. Aber das verstößt eigentlich gegen diese Webdemokratie, ne? Dass ich das eben nicht habe. Gut, ich habe ja immer noch, wenn es einen selbst betrifft, also das Recht am eigenen Bild. Es ist ein öffentliches Medium und Sie müssen dessen bewusst sein, dass Sie öffentlich kommunizieren, ja. Und müssen damit rechnen, dass das auch gespeichert wird. Und wenn man überlegt, Webblogs sind Webtagebücher. Wenn Sie vor 10 Jahren jemand gesagt hätten, du stellst dein Tagebuch ins Internet, dann die haben verrückt erklärt. Ja. Die Leute ist stellen auch nicht heute unbedingt Intimität. Der Sinn eines Tagebuchs. Ja. Aber die nicht Leute sind teilweise peinlich offen. Ich denke dann, ich glaube, dass Leute oft nicht einschätzen können, mit welcher Konsequenz sie das machen. Ja. Insofern sollte man bei aller Offenheit und Demokratie im Netz sich mal Gedanken machen, was man da so von sich gibt. Schon mal drüber nachdenken, was man da eigentlich tut. Danke Ihnen beiden, dass Sie hier waren. Viel Erfolg noch bei Ihrer Konferenz. Wie lange geht's noch? Morgen ist der zweite und letzte Tag. Heute war der erste Tag. Morgen starten wir, wie gesagt, mit einer Podiumsdiskussion. Wir haben die großen Anbieter dabei. Fast quasi Monopolist Google, wir haben Lycos, wir haben Yahoo, wir haben Microsoft auf dem Podium, sind da mal sehr gespannt. Danke Ihnen herzlich. Viel Erfolg. Ja, und dann, also, Sie haben es gehört, passen Sie auf, was Sie so alles im Netz treiben. Ansonsten finden Sie es irgendwo bei Google oder sonst dergleichen und kriegen dann möglicherweise irgendwo Ärger oder Spott, ja, oder Bewunderung. Kann ja sein, dass es ganz tolle Fotos oder Geschichten von Ihnen sind. Weltnachrichten.